Viele Zivilisten fliehen vor den russischen Angriffen und wegen der fehlenden Strom- und Wärmeversorgung aus Cherson und Umgebung. Nach ukrainischer Einschätzung legt Russland derzeit eine kurze Raketenpause in der Region ein, um neue massive Angriffe vorzubereiten. Außerdem sollen sich russische Truppen in der Nähe von Cherson weiter zurückgezogen haben. Im polnischen Lodz geht das Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa weiter, ohne Russlands Chefdiplomaten Sergej Lavrov, dem Polen die Einreise verweigerte. Der ukrainische Außenminister forderte erneut ein Sondertribunal. Ohne die Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine wird es keinen dauerhaften Frieden und keine dauerhafte Sicherheit innerhalb der OSZE geben. Deshalb muss ein Sondertribunal geschaffen werden. Frankreich ist das erste wichtige westliche Land, das die Schaffung eines solchen Gerichts ausdrücklich unterstützt. Präsident Emmanuel Macron besucht gerade seinen Amtskollegen Joe Biden in Washington. Beide verurteilten erneut den russischen Angriffskrieg.